Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zu einem weiteren Teil Transport Fever Season 6. Quatsch! Transport Fever's Projekt Schönbau, Minden. Genau, da sind wir. Ja, meine Freunde, ich habe gleich vorweg zwei Neuigkeiten. Nach diesem Video wird noch ein Zeitraffer-Video kommen, ein kleiner Timelapse, zum Bau von einem Parkplatz, einem Ölterminal, einen kleinen und ja, dem MKB-Betriebswerk. Wir haben aber hier nicht die MKB. Ich werde da wahrscheinlich ein MIAG-Betriebswerk draus machen. Ihr wisst ja, meine Lieblingslok. Und ja, das ist aber soweit noch nicht fertig. Und die zweite Neuigkeit ist morgen. Ganz fest versprochen. Morgen zwischen 16 und 18 Uhr machen wir mal wieder einen Livestream. Also, ich freue mich, wenn ihr einschalten werdet. So, jetzt zur heutigen Folge. Wir gucken uns erstmal das an, was ich jetzt in der letzten Zeit gebaut habe. Und dann möchte ich, dass wir anfangen, hier auf dieser Insel quasi den Getreidespeicher zu bauen mit einem kleinen Bahnhof, dass ich endlich noch mal ein paar Güterzüge hier fahren lassen kann. In den Hafenbau. Hier ist ja eigentlich die Schachtschleuse. Hier ist eigentlich nur ein Gleis. Da ist etwas Getreideverladung und sowas. Und das möchte ich auf jeden Fall erstmal mit euch machen. Dann sehen wir, wie weit wir kommen. Können wir dann morgen im Stream weiterbauen. So, fangen wir hier hinten einmal an. Das war ja auch immer jahrelang, gefühlt jahrelang, eine leere Fläche. Und ja, jetzt habe ich das hier nochmal ein bisschen aufgehübscht. Ganz simpel einfach nur ein bisschen Deko gemacht. Hier habe ich noch ein kleines Außenlager hingemacht von unserer Ziegelei oder von unserem Betonwerk, wo die Leute einfach durch die Steine laufen. Und ja, hier habe ich auch noch irgendwie so eine kleine Chemiebude oder was auch immer. Ist alles, also könnte ich noch ein bisschen weiter ausschmücken, wird wahrscheinlich auch noch passieren irgendwann. Also ist einfach nur Lückenfüller hier im Moment. Ja, hier den Bahnhof, den kennt ihr ja noch. Hier ist auch einfach nur eine kleine Firma hingekommen, die sich irgendwie um ein bisschen... Vielleicht machen die Kleber oder sowas oder Maschinen oder weiß der Kuckuck was. Genau, auch nichts Sonderbares. Hier der kleine Parkplatz war vorher schon da. Hier noch eine kleine Firma hingesetzt. Und hier ist ein BMW-Händler. Ich habe eigentlich gedacht, war auch ein bisschen dumm, man kann ja hier durchgucken. Durch das Haus, durch das Glas. Dachte, ja, kannst vielleicht auch ein paar Autos hier reinsetzen. Nee, das geht natürlich nicht. Die kannst du da reinsetzen, aber die sieht man natürlich nicht, wo man hier durchgucken kann. Habe ich nicht so ganz verstanden, warum, aber gut, ist halt so. Ich hätte da gerne auch noch ein paar Autos reingestellt. Ja, hier ist noch ein kleines Bürogebäude mit einem Parkplatz davor. Auch nichts Wildes. Ja, und hier ist die DHL. Was ich eigentlich ganz cool finde, ich habe hier mehrere Linien. Das habt ihr wahrscheinlich in der Timelapse schon gesehen. Wenn man das hier anmacht, ist alles in Gelb. Da können wir nur sichtbar gehen und dann gucken wir mal nach oben so. Seht ihr ja hier, DHL, Post, 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 Post. Ja, also hier fahren ein paar Bullis und Sprinter, die werden hier beladen, fahren dann nach Minden in die Stadt und verteilen da die Pakete. Jetzt vor Weihnachten haben die auch alle gut zu tun. Und ja, finde ich eigentlich ganz witzig. Kommt ein bisschen Leben rein. Das soll später noch ausgebaut werden. Ich habe hier noch einen Platz für mehrere Sprinter. Und ja, müssen wir mal gucken, wenn wir da mehrere Städte angebunden haben. Das war die Flotte dann losschicken. Ja, genau. Das ist eigentlich alles schon das zu diesem kleinen Gebiet hier. Natürlich alles wieder mit so ein paar Wäldern und so ausgeschmückt. Ein bisschen hübsch gemacht und ja, hier noch einen kleinen See hingelegt. Genau, dann kommen wir jetzt zu der Timelapse, die jetzt nach dieser Folge erscheinen wird. Hier habe ich wie in echt auch einen Parkplatz angelegt, wo die ganzen Mitarbeiter von dem Industriegebiet noch stehen. Buslinien muss ich noch setzen, die dann von hier auch die Leute abholen und im Industriegebiet verteilen. So, ja, genau, einfach sehr unspektakulär, einfach einen Parkplatz gesetzt. Oh, ich sehe hier ist Tag der offenen Tür, den muss ich mal noch zumachen. Genau, hier habe ich dann noch ein kleines altes Gebäude hingesetzt, was schon sich die Natur im Laufe der Jahre zurückgeholt hat. Genau, hier wurde noch ein paar Häschen hingesetzt. Da sitzt ein Hase. Hier sitzt noch ein Hase und hier ist noch ein Reh. Genau.
Also auch nicht wirklich was Spektakuläres. Einfach ein schöner Look and Filler. Hier kommt gerade der Zug vorbei. Lag. Ah ne, Autosave. Apropos Lag. Also ich muss ehrlich sagen, dass die Map läuft bisher echt noch super. Gar keine Probleme irgendwie mit Lags oder so. Vielleicht noch alles sehr flüssig. Gut, dann fliegen wir gerade ein bisschen weiter. So, hier soll das NIAC-Betriebswerk hin. Wie gesagt, hier muss ich noch Deko-Objekte reinmachen und noch Züge hinstellen. Das kommt alles noch. Aber erstmal hier den Platz dafür reserviert. Hier noch ein paar Werkstätten. Und das Bürogebäude, wo auch noch ein paar Arbeitsplätze drin sind. Genau. Wie gesagt, richtig ausschmücken wird noch kommen. So, und dann kommen wir hier zu einem kleinen, ja, kleinen Chemiefabrik oder Ölterminal, Lager, wie auch immer. Hier das Bürogebäude. Dann hier einfach ein paar Tanks. Auch wieder mit mehreren Linien gearbeitet, wo dann hier die LKWs quasi, dann sagen wir einfach mal Heizöllager. Das klingt doch gut. Heizöllager, wo dann die LKWs das Heizöl dann wegbringen. Hier hinten noch eine kleine ja, Halle hin, wo es vielleicht in Fässer abgefüllt wird. Oder weiß was, der Kuckuck was. Wie gesagt, hier ist immer noch Platz. Hier kann ich immer noch ein bisschen was machen. Noch ein paar Tanks. Und hier habe ich dann quasi, wo das Heizöl dann mit dem Zug angeliefert werden kann. Einen Bahnsteig gebaut, wo dann hier ein Zug hält mit 7 Waggons. Dazu eine Frage an euch. Habt ihr eine Idee oder kennt ihr jemanden, der auch schon mal sowas gebaut hat? So eine Verladung für die ganzen Kesselwagen. Es gibt ja in echt solche Gebäude, wo du reinfährst, von oben kommen dann die Schläuche und dann sieht das so aus, als wenn das beladen wird. Oder beziehungsweise in echt wird es ja so beladen. Gibt es eine Mod oder irgendeinen YouTuber, der sowas Ähnliches schon mal gebaut hat, wie es in echt ist? Weil ich habe ja nun auch schon einige Mods, aber mir fehlen immer noch so die richtigen Ideen, wie ich das so darstellen kann. Also wenn ihr da jemanden kennt, der sowas auch schon mal gebaut hat, im Video würde ich mich echt freuen, wenn ihr das mal verlinken würdet. So, genau, und das war's eigentlich auch schon. Das ist das, was ich jetzt so gebaut habe. Hier können wir uns das Ganze nochmal von oben angucken. Es wird halt langsam immer voller. Wir haben ja noch echt viel grüne Fläche. Mein Gott, warum bin ich jetzt immer gerade so müde, muss ich immer gähnen, wenn ich rede? Ich bin doch gerade aufgestanden. So, gut. Dann würde ich sagen, fangen wir erstmal hier hinten an und roden jetzt erstmal hier den ganzen Wald weg. Ich hoffe mal, dieser Abreißzaun wird gleich nicht wieder zu laut sein. Und dann müssen wir hier noch eine Keimauer bauen. Ich werde hier aber keine Schiffe anlegen lassen. Ich glaube, das sieht nicht so schön aus, wie ich mir das gerade so vorstelle. So. Erstmal hier alles wegholzen. Doch mal der Abreißzaun. Oh, doch, der ist ganz schön laut. Oh, Soundeffekte. RIP. Mal so ein bisschen leiser machen hier. Doch mal, das geht noch, meine Freunde. So. So sieht doch schon mal deutlich besser aus. Zack, hier einen jetzt hin und hier einen hin und hier einen hin und dort einen hin. So. Ja, ich plane somit, muss mal gucken, maximal 120 Meter. Natürlich doof, dass jetzt hier die Bäume alle sind. Die kann ich jetzt alle einzeln abreißen. Aber das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Sehr zeitaufwendig gerade. Weil ich möchte hier eigentlich gerne noch ein paar Züge fahren lassen. Aber diese Keimmauer setzen, das ist natürlich auch immer... Und das läuft hier auch nicht... Mal gucken, wo machen wir die denn hin? Vielleicht hier haben wir... Hier ist es relativ gerade. Brauche ich hier hinten gar nicht so viele Bäume abreißen. Können wir es erstmal so lassen. So, das hier alles weg. Das Problem ist ja nachher wieder, da muss man echt aufpassen, dass man nicht die Keimmauer selbst mit abreißt. So, die Steine können da bleiben. So würde ich sagen, wir müssen natürlich jetzt hier aus dem Tunnel, den kann ich eventuell nochmal umbauen. Der ist jetzt einfach nur mal so provisorisch gesetzt.
So, jetzt müssen wir uns hier erstmal wieder eine Schiene setzen. Oha. Hier ist natürlich jetzt das Problem mit diesem, mit dieser Höhe. Oh, ah. Autosave. Gut, wir sind hier nicht zu hoch. Kommen wir natürlich schon echt weit weg von der Coast, sage ich mal. Wir brauchen jetzt mal keine Oberleitung. So. Wie weit kriegen wir noch? Ne, nicht nach oben. Schön ebenerdig bleiben, mein Freund. So. Naja. Schauen wir mal. Wir setzen uns einfach mal gerade als Orientierung. Güter. Ne, Quatsch. Bahnhof. Güter. Den finde ich ja eigentlich gar nicht schlecht, aber das ist ja so eine Containerverladung. 160 Meter. Zweiter Straßenanschluss. Das sieht ja eigentlich schon echt geil aus. Ich weiß auch gar nicht, warum ich diesen Bahnhof noch nicht verbaut habe. Oder ich hatte den nicht aktiviert. Ja, aber hier kommt Getreide hin. Der passt hier nicht hin. So, wir gehen auf 120 Meter. Oh, das ist ja gar nicht so lang. Natürlich schon echt kurz, ne? 160 Meter. Oh, 160 Meter, meine Freunde. 160 Meter Bahnhof. Ja. Ja, setzen wir den denn hin? Hier ist eigentlich das geradeste Stück. So, machen wir den einfach nur als Orientierung hier hin. Müssen wir natürlich erstmal wieder gucken, wo ich jetzt hier diese ganzen Gleisobjekte finde. So, die waren irgendwo hier, glaube ich, ne? XL? Nee. Textur? Nee. Nee, nee, die waren nicht hier. Die waren hier. Genau. Hier irgendwo. Oder? Nee, waren sie auch nicht. Doch, hier. Da sind sie. Baustoffe war... Nehmen wir denn hier mal... So eine schwarze Betonkante. Können wir mal so eine schwarze nehmen, ne? Nehmen wir das doch mal. So, dann einmal Gleisabstand. Schön weit weg. Oha, das ist ein bisschen... Das ist mir noch zu klein. Ach, da. Objekt lang. Größe 10 und die Breite auch Größe F. Oha. Das ist jetzt ein bisschen... Dann ruhig ein bisschen dichter ran. Genau. Irgendwie so. Und es muss noch höher. Höher wollen wir 20. Noch zu niedrig. 150. 50 sind auch noch zu niedrig. 70. 70 sieht ganz gut aus. Aber der Werkstoff gefällt mir überhaupt nicht. Aber den hatten wir, glaube ich, schon. Nehmen wir den hier. Das aus. So sind wir schön eben. Den Stein da, den kriegen wir wahrscheinlich irgendwie abgerissen. Ja, perfekt. Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir das so. Und setzen jetzt erstmal hier gerade die... Oh, Kacke. Die Keimauer hin. Immer schön aufpassen, dass das alles schön aneinander ist. Sonst gibt es so hässliche kleine Fugen. So. Da können wir überlegen, ob wir den Bahnhof direkt da schon stehen lassen. Das sieht ja echt ganz gut aus. So. So. Wir machen es erstmal gerade einfach noch so weit es geht und dann können wir im Notfall immer noch abreißen. Aber so muss ich das nicht nochmal machen. Weiter hier können wir sowieso nicht. Auf andere Seite können wir noch zwei ransetzen. So. So, dann haben wir hier erstmal unsere Keimauer. Und dann reißen wir jetzt mal gerade noch die Steinchen ab hier. Zack. Da guckt auch noch einer raus. Zack. So, dann hat das Ganze doch schon mal etwas Gesicht. Oh, ich muss gleich niesen. Nein, bitte nicht. Nein. So, aber da wir immer die Probleme haben, dass wir hier
aus Versehen was wegreißen. Muss ich jetzt hier einmal die Schiene noch mal ein Stück am Ende ransetzen. Ist das jetzt, das muss schön gerade sein, dass ich im Notfall die Schiene wieder ansetzen kann. Wieder ein Autosave. Wieder 15 Minuten nochmal aufnehmen. So. Genau, jetzt kann das nämlich weg. Das kann weg. Das kann weg. So, perfekt. So habe ich immer noch wieder die Punkte, wo ich mich dann dran orientieren kann. Weil wenn ich nämlich aus Versehen durch das Bauen abreißen, das finde ich, glaube ich, hier unten irgendwo klicke. Guck mal, hier, wenn ich da aufs Wasser klicke, reiße ich schon das ab, weil das so tief ist. Da muss man echt vorsichtig sein. So. Dann brauchen wir einen Bahnhof. In dem Sinne brauchen wir ja dann auch nicht. Nee, den brauchen wir in dem Sinne gar nicht. Also wir haben wirklich einen schönen, aber wir haben keinen guten irgendwie, der jetzt hier schön hinpassen würde. Der andere kommt, da habe ich noch eine andere Idee für. Wenn wir den nehmen. Eigentlich könnte man hier so einen Kopfbahnhof hinsetzen mit zwei Gleisen. Das ist eigentlich gar nicht so hässlich. Auf 160 Meter. Kann man eigentlich machen. Nicht zu dicht hier ran. So, dass wir hier quasi immer noch ein bisschen bauen können. Wir müssen hier dann noch ein paar Kräne hinsetzen. Hier natürlich ohne Oberleitung. So. Aber dann haben wir hier zwei Gleise. Nur auf drei gehen. Wo kommt das hin? Das dritte kommt auf die Seite. Das ist auch gar nicht so schlecht. Wenn wir das jetzt hier hinsetzen. So. Ah. Das finde ich schon mal gar nicht so schlecht. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir jetzt hier noch vernünftig irgendwie wegkommen. Mit den Schienen. Und hier sollen wir, hier kommen wir angeblich heraus. Laut Adam Riese. Hier gehen wir jetzt aber so nach oben, weil wir hier aus diesem. Müssen wir anders machen. Wir müssen uns von hier aus ran zoomen, rangehen. Dass wir hier eine möglichst ebene Fläche anbieten und dann geht zwar der Knick hier etwas härter, obwohl das geht. Ja, das geht. Und dann verschwinden wir dann nachher da unten im Nirvana. Ja, das ist natürlich jetzt hier relativ easy. Oder können wir da schon direkt drauf gehen? Den lassen wir jetzt mal gerade noch ein bisschen parallel laufen. Und gehen dann auch hier drauf. So. Müssen wir dann einfach noch eine Straße, aber das haben wir jetzt noch Platz genug hier. Das kriegen wir hier oben schon mal rüber. So, das gefällt mir doch schon mal relativ gut. Ich habe natürlich jetzt mit Getreide sind wir natürlich relativ begrenzt. Wir haben natürlich jetzt nur diese Gebäude hier, die so aussehen, als wenn man hier Getreide drin lagern würde. Die ich überall hinsetzen kann. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Dann kann ich irgendwie nachher hier versuchen, irgendeinen Turm zu bauen oder irgendwas, was dann nachher so aussieht, als wenn wir hier ein Getreidelager hätten. Hier ist noch irgendwie so, kann man noch so ein bisschen als Getreidelager ansehen. Ich weiß gar nicht, warum das hier offen ist. So, kann man wahrscheinlich halt mal wieder aneinander setzen oder sowas. Muss ich mal gucken, wie ich das nachher umsetze. Diese Hallen hier, glaube ich, das ist der Bauernhof. Die kann man natürlich auch als Getreidespeicher nehmen. Was natürlich auch gar nicht so schlecht ist, die als Getreidespeicher zu nehmen. Die ist mir ein bisschen zu klein. Aber wie gesagt, da werde ich schon noch irgendwas Schickes bauen. Aber ich hatte ja gesagt, oh, jetzt sind wir schon gleich bei 19 Minuten, dass ich ja noch einen Zug fahren lassen möchte. Aber jetzt hier so spontan so ein Zug, doch eigentlich müssten wir das irgendwie hinkriegen. Das ist ja schon wieder eine lange Folge.
Getreide. Machen wir einfach erstmal so. Dann soll der losfahren von hier unten. Tja, wo soll er denn dann erstmal parken? Irgendwo muss ich ihn ja hier abstellen. Obwohl, der kann natürlich... Lassen wir ihn einfach mal erst hier hinten ins reinfahren. Geht das überhaupt? Scheint so, man sieht aber nichts. Dann sieht man nichts. Rosa. Doch. Man sieht es. Aber hier soll er bitte nicht dieses Gleis belegen, sondern 3. Warum wechselt der andere denn dann mit? 2. So. Wie sind denn überhaupt die Strecken? Wo ist denn meine Postlinie? Achso, ich trottel. Mhm. Gut, gelb ist die Post. Die ist eh nicht so oft da. Ja, und was ist dann der grüne da? Was haben wir denn jetzt hier? Baumaterialien, Deko, Fake. Achso, das ist nur Fake. Dann würde ich sagen, geht der auf die 3. Genau, dann überlappt er sich mit der Fake. Dann ist das in Ordnung. Und dann gucken wir jetzt mal, was war denn da für ein Zug? Ne, wir kommen auf 160 Meter. Wir brauchen natürlich jetzt erstmal eine Lokomotive. Und diese Lokomotive. Ja, es gibt zwar auch wunderschöne Niaks, aber nicht hier im Spiel. Das ist ein bisschen blöd. Im Prinzip können wir ja eigentlich hier nur so eine... Die haben wir hier noch gar nicht fahren. Wenn das eine französische ist. Die Captain. Können auch die hier nehmen. Oder wir nehmen hier nochmal eine von diesen Bahnen hier. Nochmal eine DB-Variante davon. Ach klar, warum nicht? So, Güter. Müssten wir irgendwo hier unten haben. Hier, die sind ein bisschen für Getreide. Da, genau. Die sind für Getreide. Auch die VTG sind auch für Getreide. Und die waren für Stein und Getreide. Und Kali angeschafft. Naja, gut. Passt jetzt nicht so ganz. Und Kali. Aber die hier. Die werden wir nehmen. Ja. So. Oh, das ist ja der gleiche, nur anderes Design. Gut, dann nehmen wir die hier. Machen wir die auch ein bisschen älter. Das ist mir ein bisschen zu neu. Mal oben weiter gucken. Aha, hier haben wir noch welche. Aber da ist kein Getreide bei. Oh, wir haben noch diese schönen großen. Wo sind die denn eigentlich? So mit Zucker hier, wo das drauf steht. Da. Aber das ist ja nur Zucker. Aber den können wir auch nehmen. Die haben wir noch gar nicht hier auf unserer Anlage, glaube ich. Nehmen wir die. 1, 2, 3. Ja. So, und dann können wir ja hiervon noch welche ranhängen. Von der Rallian. Kann ruhig auch noch mal älter sein, ey. Sieht das alles noch ziemlich neu. Von Kali. Aber was soll ich machen? Haben wir nichts anderes. Das ist nicht für Getreide gedacht. Hier wird Getreide in den offenen. Ja, das ist ja wohl nicht ganz zeitgemäß. Wenn das regnet, ist das nicht so gut. Dann bleiben wir nur bei der einen einheitlichen Sorte hier. So, nehmen wir hier nochmal einen von. So, haben wir 157 Meter. Und gehen jetzt hier einmal auf die Getreidelinie.
Da kommt auch schon unser Zug. Oh, wir sind schon bei 25 Minuten. Meine Freunde, die Zugfahrt werden wir uns in der nächsten Folge angucken, beziehungsweise morgen im Livestream. Gucken wir uns jetzt einmal noch den Zug an und dann haben wir jetzt quasi noch einen kleinen Cliffhanger geschaffen. Hoffentlich passt der überhaupt rein. Ja doch, der passt hier rein. Und ja, dann haben wir wieder einen weiteren Zug auf der Linie. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Eine Stunde später nach diesem Video, ich weiß gar nicht, wann das rauskommt, jetzt 11.23 Uhr, jetzt muss ich das noch rendern und ja, also ich denke mal irgendwie so, sagen wir mal 15 Uhr, kommt dann noch die Timelapse und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr einschalten würdet. Bis dahin, haut rein. Ciao.